An der Landwehr in Eisleben befindet sich seit nunmehr 100 Jahren das Stadtbad der Lutherstadt. Vor der Eröffnung am 21. Mai 1922 befand sich hier ein Sportplatz für Radfahrer und Bewegungsspiel, der im Winter auch als Eisbahn genutzt wurde. Das Bad erfreute sich von Anfang an großer Beliebtheit, wie hier auf einem Foto aus dem Jahre 1959 zu sehen ist. Im heutigen Erscheinungsbild existiert das Freibad seit 1996 und wurde in den vergangenen Jahren ständig um weitere Attraktionen reicher gemacht. Das ist nicht nur Klaus Tarutis, der seit fast 38 Jahren hier als Schwimmmeister tätig ist, ein Anliegen, sondern auch den Verantwortlichen vom Eigenbetrieb Bäder der Lutherstadt Eisleben. Ja, dieses Jahr, diese Saison haben wir natürlich schönes Wetter. Da können wir uns nicht beklagen über Besucher. Besucherzahl ist ja wichtig. Das ist ja eine natürlich, Größe, die Besucher sind sehr wichtig. Wirtschaftlich, genau, weil wir wollen ja auch investieren, damit wir immer neue Attraktionen bringen. Dieses Jahr haben wir einen wunderschönen Wassermatchspielplatz erbaut. Und wir hoffen natürlich, dass der gut angenommen wird von den Besuchern und vielleicht auch der eine oder andere aufgrund des Wasserspielplatzes kommt. Ansonsten haben wir sehr viele Wasserattraktionen. Wir haben den Pilz, wir haben Sprudelliegen, wir haben eine Breitbandrutsche. Da ist schon für jeden was dabei. Und auch für Schwimmer und Nichtschwimmer getrennt so ein bisschen? Getrennt, wunderschöne Liegewiese mit vor allen Dingen auch viel Schatten, was ja auch sehr wichtig ist. Mhm. Ja. Und man sieht ja auch eine Art Solaranlage ist es nicht direkt, aber ja, das Wasser wird auf jeden Fall erwärmt. Ne? Genau, das Wasser wird unterstützt, dass es nicht nur durch die Sonne erwärmt wird, sondern auch durch die Solaranlage. So war das Wasser am recht frischen Morgen des 6. August 2022, an dem das 100-Jährige mit einem Familientag für Groß und Klein gefeiert wurde, sogar wärmer als die Luft. Bei freiem Eintritt an diesem Tag konnten vor allem die Kinder viel erleben. Neben einer großen Hüpfburg sorgte auch Clown Lulu für Unterhaltung und viel Spaß. Kraulen, ich kann kraulen, rückwärts kraulen. Ja, du kannst mich mal auf dem Rücken kraulen. Auf den beliebten Sonnenliegen, die ein wenig Urlaubsfeeling verbreiten, waren an diesem Tag aber auch Badegäste zu finden, die unabhängig vom Familientag sowieso gekommen wären. So wie der 6-jährige Johannes, der in diesen Tagen mit seiner Oma schwimmen lernt. Frau Neumann, Sie sagen gerade, Sie sind öfters hier heute mit dem Enkel, der gerade schwimmen Enkel lernt. Stadtbadfest, dann müssen wir das doch feiern, richtig, 100 Jahre Stadtbad. Und das wollen wir mit, auch wenn das Wetter heute ein bisschen kälter ist, aber das will uns nicht abschrecken. Genau. Und erinnern Sie sich noch an andere Zeiten hier im Stadtbad? Ja, also sagen wir mal in DDR-Zeiten? Ja, so? Na klar. Ich bin eine Eisleberin und da kenne ich auch das von meiner Kindheit. War auch sehr schön, aber ganz anders. Aber wir hatten auch unseren Spaß. Während Johannes noch etwas üben muss, kann Karl schon sehr gut schwimmen und nutze die Gelegenheit, beim Schnuppertauchen des Tauchsportclubs Eisleben, der ebenfalls vor Ort war, einmal den Beckengrund zu erforschen.